hallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa mit einer weiteren Folge Gas Station Simulator mit der neuen, mit dem neuen DLC Airdrop und auch einem relativ großen Update mit 7 GB, wenn ich mich da nicht versehen habe. Ich bin gespannt, was sich hier verändert hat. Große Unterschiede konnte ich jetzt noch nicht feststellen, aber es macht immer noch einen Riesenspaß. Ich war echt froh, dass ich habe jetzt gewartet, bis dieses Update, bis das DLC kam. Es kommt ja noch irgendwas, aber so lange wollte ich doch nicht nochmal warten. Ja, ich weiß, bin gut. Was habe ich gesagt? Ja, Kunden bedient. Okay, dann machen wir das mal. So lange wollte ich nicht nochmal warten. Es kommt noch irgendwas. Ich weiß nämlich mehr, was es ist. Werde ich mir aber auf jeden Fall angucken. Das Spiel hier ist einfach schön gemacht. Das ist die Grafik und das Drumherum, diese ganze Story, diese ganze Geschichte. Was ist denn mit dir? Ach, der Herr Profitlich. Persönlich. Genau, und das ist so geil gemacht. Und ich bin gespannt auf die Neuerungen, die dann später immer kommen werden mit dem Flughafen. Wir haben noch zwei Kunden zu bedienen und dann können wir weitermachen. Das finde ich gut. Wir wissen ja alle, was kommt. Das ist ja nicht neu. Ach, ich habe hier. Tatsächlich gerade nichts los. Ne? Machen wir gerade ein bisschen Ordnung hier. Obwohl, ne. Hier war doch auch noch Zeugs, ne? Hier los. So, fahr du mal weiter hier. Gibt es hier Stau, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Hopp, fahr auch hier. Wir lassen ihn doch mal fahren. Mit dir, bist du überladen oder was? Hier hängt auch noch einer. Ne, das ist ein Spottauto. Okay. Ja, wenn ich den jetzt hier liegen lasse. Dann kommt der nie wieder. Ich muss jetzt hier. Was? Das ist aber irgendwie ein etwas seltsamer Bug. Was ist denn das hier? Ja, guten Tag. Hey. Tja. Ach, das ist der Fahrer. Das war ja ein Ding, ne? Geil. Hatte ich jetzt auch noch nicht. Aber ich glaube, wir haben es, ne? Ja. Er haut ab. Klasse. Jetzt aber schnell. Kunde an Kraftstoff, Kunde an Werkstatt. Wollte ich schon hochholen? Nee. Machen wir den schnell, weil der bringt am meisten Geld. Wenn mir jetzt einer an der Tankstelle abhaut, ist das nicht ganz so schlimm. Das hier war jetzt ganz was Neues. Der Fahrer wurde irgendwie aus dem Auto rausgeschleudert und dann ist das Ding nicht mehr gefahren. Ne? Auch interessant gemacht. Habe ich hier. Kommt er immer nachts, das finde ich nicht gut. Ich muss da irgendwann mal gucken. Einmal habe ich ihn. Ich sehe nicht. Das ist das Problem. Ist einfach zu dunkel. Weg. Dann ich schon mal hier bin. Was war? Kasse. Brauche ich noch zwei. Dann machen wir das mal eben. Ob der Haupt in der Werkstatt ist. How much do I owe you? So.
Tür und ein Rad. Entschuldigung, ich bin etwas überfordert hier, weil ich noch keine Mitarbeiter habe. Soll aber irgendwann kommen, hoffe ich zumindest. Aber wir wissen ja alle, wie das ist mit dem Fachkräftemangel. Ne? Was haben wir eigentlich an Geld? 593. Ich muss mal gleich mal gucken, wie das hier aussieht mit den ganzen Waren. Habe ich? Ja, ich habe. Spiegel. Ja, der gute Gitarrist. Wer auch immer das ist. Zack. 170, jawohl. Das freut mich. So, Tankstelle kommt erst. Ihr seid noch alle da. Ja, ist schön. Genau, gucken, was ich bezahle. So, bring die Tankstelle Level 3. Ja, gleich. Ne, gleich nicht. Ich fahre jetzt, mache erst noch ein bisschen Geld. Sonst wird das alles zu viel. Ich muss jetzt gleich wieder einkaufen. Ich muss Sprit einkaufen. Ich muss Waren einkaufen für die Werkstatt. Ich muss Waren einkaufen für den Laden hier. Wir kaufen ja hier richtig viel. Are you trying to scam me? Okay, so, wie sieht die Werkstatt? Ach, das wird, also vom Dreck her hat sich hier was geändert. Da kann man ja noch sagen, was er will. Es wird lang nicht mehr so schmutzig, wie das mal früher war. So, was habe ich jetzt noch? Ich habe noch 8 von denen. Ich kann doch, glaube ich, hier gucken, was ich am Lager... Ach, die muss ich mal noch ausräumen. Das ist aber kein Problem. Karten, Dekoration, Regale. Okay, dann kaufen wir mal ein bisschen was. Was haben wir denn hier? Kann ich das irgendwie hier... Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Weil ich würde nämlich gerne wissen... warte mal, Alkohol. In Stock 24, in Stock 47. Was bedeutet das? 7, ich habe ja keine 47 im Lager. Oder? Sind hier 47 drin von denen? Ah, pass auf, das kann tatsächlich sein. Jetzt verstehe ich das, glaube ich. Hier sehe ich, was ich habe. Da haben wir noch 24 und da haben wir noch 8. Kann das sein, dass wir 47 von diesen 16 von, haben wir von allem noch was hier drin? So, 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 47, ja. Okay, ich hab's gerafft. Das hilft mir natürlich jetzt enorm, weil ich das nie beachtet habe. Ziemlicherweise Kunde an der Werkstatt. Oh ja, ich komme, alles wird gut. 1, 2 Räder. Wir dir sehr gerne. So ist das. Noch ein Rad. Gut. An der Tanke. Da ist jemand. Naja, ich bin eben versaut durch das Wischen. Obwohl das irgendwie, keine Ahnung. Super! Ja, ich weiß, ich bin so bei. Ich kenne mich. Wäre ich nicht so bescheiden, ich wäre verkommen. Ja.
Müll. Ah, nehmen wir den auch weg. Ey. So, ja, ich komme direkt. Ich mache noch eben den Müll weg, sonst modst du gleich wieder. Wobei, den modst du nicht, nee. Aber ich gehe noch zuerst tanken. Und ich muss in die Werkstatt. Ne, Kraftstoff ist niedrig. Was er? Oh. Kann ich das abbrechen? Ne, das reicht nicht. Okay. Oh, oh, das war aber knapp. Ganz schnell rückbestellen. Egal, was er kostet. Nee, egal, was er kostet, machen wir nicht. Warten, bis er da ist, und über den nächsten tanken. Da muss ich dran denken. Das ist die Gefahr. Awesome. Okay, dann. Warte mal, ich habe hier noch einen. Und habe hier noch einen. Gut, dann gucken wir jetzt mal. Lieferung. Produkte. Das heißt, Alkohol, da kaufen wir nichts, da kaufen wir nichts. Hier sind immer gleich 20. Egal, kaufen wir. Hier haben wir nichts mehr. Kaufen wir. Die sind mir jetzt im Moment zu teuer. Da kaufen wir die noch. So, Zigaretten. 16. Wir kaufen die. 19. Wir kaufen die, auch wenn sie teuer sind. Aber die müssten wir eigentlich zweimal kaufen, weil das sind immer nur 10. Weil die so günstig sind. Halt, muss auf mein Lager gucken. Mit 48, was waren die 8 hier noch? 8 Sachen im Lager. So, hier gucken wir. 37, 43. 32, 46, da haben wir nichts mehr. Und da haben wir nichts mehr. Das ist teuer. So, da haben wir auch keine mehr. Da haben wir keine mehr. Sind aber teuer im Moment. Jetzt ist das Lager überfüllt. Weiß ich jetzt schon. Aber ganz gewaltig. Also, was machen wir weg? Noch ein größeres Lager. Den Alk behalte ich. Mit 88, ja komm. Muss ich eben noch mal bestellen. Es geht halt nicht anders. Lager ist zu klein, das ist mein Problem. Und das da hinten. Ah. Der nicht am Rad dreht. Okay, alles gut. So, was haben wir hier? Rad, Rad. Ja. Mir schon klar, dass da jetzt wieder mit Krach losgeht. Andere ist auch auf dem Weg. Ich glaube, es waren zwei Räder. Auf der anderen Seite war auch eins. Wenn ich das richtig sehe, ja. Zack. Zack. So, und die Tür an einem Spiegel. Die Tür wird aussieht, ne? Ja, Woody. So, jetzt schnell rüber. Hier war man. Den nehmen wir mit. Ach, die Sandhügel habe ich immer nicht weggemacht. Die wollte ich eigentlich offline machen, aber Opa der Vergessliche. So, hier machen wir noch mal ein bisschen. Okay, dann eben nicht.
So, das erste, was ich hier vergrößere, ist das Lager. Das ist Fakt. Das ist nämlich unheimlich schwierig, hier so zu arbeiten. Ne? Dafür müssen wir hier ein bisschen Platz schaffen. Nicht unbedingt, er baut zwar das Lager drumherum, aber ich habe gerne schon ein bisschen Atmung hier, ne? In dem Laden. Hallo. So, erledigt. Kunde an Kasse, machen wir. Ja, muss ich ja ein bisschen was einschränken hier, ne? Hab den wieder so viel gekauft, weil ich keinen Platz habe, ne? Ja, ich muss das jetzt gleich dann doch umsetzen. In dem Lager, komm mal her. Tankstelle, kann ich das schon machen? Ich habe 1000. Ja, das ist mir noch zu wenig Geld. Mach jetzt hier keinen Stress. In der Werkstatt. Ich sammle jetzt 2000. Wenn ich 2000 über habe, wenn ich hier gekauft und gemacht habe, dann werde ich das machen. Nicht vorher. So. Der Sprit war jetzt wieder teuer und er muss jetzt erstmal unter 2 gehen, sonst ist das wie im Real Life. Wie sieht es denn hier aus? So, 1, 2 Räder, ein Latzerentferner. Jawohl, also. Das ging aber schnell. Hier noch Räder, ne? Da wird Zeit. Die muss ich jetzt sofort bestellen. Ich habe ja gar keine mehr. Gucken, wo die Preise dahin gewandert sind. Gut, wir haben 1200. Ich habe ja gesagt, der Acker wird erst erweitert, wenn wir 2000 haben. Das andere ist nichts. Nichts gut. Okay. Okay. Ja, okay, ist nicht viel. Sieht die Wände aus. Sind noch gut. Ja, Toiletten müssen sich vergrößern, aber auch das wird jetzt erstmal zurückgestellt. Was macht ihr denn für eine Sauerei hier? Da könnt ihr nicht alles wegwerfen. Blödköpfe. Ossifer. Officer. Hier kannst du Klo voll machen, aber nichts kaufen, das kann es ja wohl nicht sein. Ne? Ja, $1,50. Nice. Ach, bringt die Toilette $1,50, ist mir auch neu. Und der hat sich gefreut, dass die, dass das geklappt hat. Freut mich auch für ihn. Ja, ach, er schon wieder. Jetzt habe ich mir hier den Ding schon wieder voll gemacht. Oh Gott. Und diese. Bricht mich nicht auf. Nein. Hier auch schon wieder, ne? Ja, guten Tag, wie viel Sprit haben wir noch? 72.
Und dann testen wir mal den Spritpreis. Oh, was ich kaufen muss. Oh, hatte ich mit meiner Familie wieder vergessen. Die brauchen auf jeden Fall, egal was sie kosten. Sind immer noch günstig. Die sind aufgeschlagen, aber egal. 790, ja. Wie gesagt, 2000. Awesome. Aber ich muss auch da eins bedenken, ich muss das Lager unbedingt vergrößern. Das ist hier irgendwie nicht gut. Nicht gut. Nein, nein, nein. Jemand in der Werkstatt? Bestimmt, ne? Ja. Gut, ha. Ein Rad. Nur ein Rad. Das ist gut, weil ich habe nicht mehr. Hast du dich da angepasst jetzt oder was? Aber egal, ist okay. Ist völlig okay. Nächstes Mal hoffe ich, dass du was Vernünftiges hier mir bringst, wo ich Geld verdiene und nicht hier so eine halbe Sache da. So. Ja, also ich finde das Spiel hier wirklich gut gemacht. Habe ich aber schon mal ein paar Mal gesagt. So, es ist so unterhaltsam. Bist zwar ständig im Stress hier. Immer irgendwas zu tun ist, vor allem wenn du alles eingeschaltet hast, wie ich. Wenn der Rechtax kommt und die Figuren hier so rumhüpfen. Das ist alles. Ja. Ja, komm, ich schmeiß mal jetzt weg. Sieht zwar schön aus, aber in der Realität würde ich mich da. Finger, da würde ich mir die Finger danach lecken nach so einer schönen Anlage hier, ne? Also, zumindest sieht es so gut aus. Kraftstoff, Kasse 2, ja, geh mal hin. So, eins schmeißen wir noch raus. Ach, guck mal, wie schön. Gut, was willst du? Also, Tankstelle Level 3 immer noch, ja. Gut, guten Tag. How much do I owe you? How much go was, ja. Just as I wanted. So, jetzt warte ich tatsächlich mal bis. Oh, hier haben wir nichts mehr. Das Ding hier ein bisschen leer ist. Wo ich hier überhaupt mal wieder was kaufe, ne? Ja, ich weiß, Zigaretten sind schwach besetzt. Tut mir leid. Na guck mal, da hatte ich ja die Zigaretten gekauft. Ja. Have a nice day. Dann qual mal schön. Werde ich haben, ja. So, wir haben jetzt wieder 993. Kraftstoffstand niedrig, ich weiß. Gleich ein neuer Tag, dann gucken wir die Preise und dann sehen wir weiter. Und dann Werkstatt, ganz wichtig. Ein Rad. Gleich auffüllen. Passt der sich an, dass er genau weiß, wenn ich nicht vom Lager habe, verlangt er das halt gar nicht. Wäre ja ganz was Neues. Kann ich mir noch nicht vorstellen. Aber das hier ist trotz allem wenig, ne? Spiegel haben wir auch einen mitgebracht. Ja, es ist teuer alles. Zwei davon. Kraftstofftank niedrig stand. Ja. Das haben wir noch. Mit sich reicht auf jeden Fall noch für ihn.
How much do I owe you? 1 oder 2 Stellen Kraftstoff, der soll auch mal nachts fahren, der gute. Lieferung, Kraftstoff, 2,25, immer noch. Also ich mit den 100 auskomme über den Tag, wahrscheinlich eher nicht. Gut, ha? Ach, guck mal hier, wie schön. Hat er das nicht schön gemacht? Ja, hat er. Also so Wandtattoos ist ja nichts gegen zu sagen, ne, wenn sie schön gemacht sind. Warum nicht? Ja, das hier ist eigentlich Quatsch, weil ich glaube, hier rüber wird wieder erweitert. Bin mir aber auch nicht sicher. Ja, ja, ich habe auch die Anzeige, nicht auf die Anzeige geguckt. Ach, guck mal, da, da, der Gute. Sprit erstmal ausladen. Ja, kommen sofort. Kleinen Moment. Ich muss sie nicht ausladen, ich muss ihn einladen. Ja, hallo, wo bist du denn? Boah, Katastrophe. Niedrig, Kunde an Kasse, Kunde an Werkstatt. Läuft, alles klar. So. Ja, das ist noch ein weiter Weg. Aber wir gehen ihn gemeinsam. Das ist philosophisch hier, Opa. Ja. Ja, ich mache die Folge hier sowieso ein bisschen länger. So schnell vorbei. Es sei denn, es kommt irgendwas dazwischen. Moment. Hab ich einfach Bock darauf. Ein Rad, ein Spiegel. Kann man gleich reingucken, ob die günstiger geworden sind. Kann man gleich mal einige ordern. Amazing. 80, so, wir haben 1147, ja, wenn ich jetzt wieder stelle, komme ich ja nie zu den... Oh, oh. Für 10 Räder, 700, ist halt so, ne? 2 Kratzerentferner, einen Autospiegel, 982. Haben wir innerhalb kurzer Zeit wieder drin. Also mit Erweitern ist im Moment nichts. Müssen wir einfach so hinnehmen jetzt. Geht nicht anders. Muss natürlich jetzt gucken, dass ich hier verkaufe. Aber wenn die Räder schon mal so günstig sind, dann müssen wir sie auch entsprechend viel einkaufen. Entsprechend höher ist der Gewinn. So, Zigaretten, okay, das hier geht alles etwas schleppend, ne? Muss doch mal gerade so sagen, ne? Thanks. Aber wie gesagt, Tankstellenerweiterung, jetzt noch nicht. Ja, wenn das so wenig hier ist mit der Reinigungsgeschichte, werde ich mir keine Reinigungskraft einstellen.
Es gibt auch so Arbeit genug nachher. Der bringt die Räder. Sehr gut. So, die Huperei, ja. Die Klappe. So, schweren Herzens schmeiße ich das gute Schlagzeug weg. Tut in der Seele weh. Die Gitarre bleibt stehen, weil die kann man nicht wegräumen. Der müsste ich mal ein bisschen üben, da kann man runter schöne Akkorde zupfen. So, erstmal alles raus. Reicht erstmal. Muss ja hier noch fertig werden irgendwann mal, ne? Oh, alles, jawohl. Gut. Du noch. Zwei Sachen, genau. Ja, das ist nur eine Frage der Zeit, dann ist das Zeug hier weg, das kommt ja nicht wieder. Da bekommt andere Sachen. Ne? So, Kunterwerkstatt. Natürlich. Das sieht gut aus, ne? Schon haben wir drei Räder wieder zu reparieren. Das wäre ja auch so eine Neuerung, wenn der sich anpasst. Wenn nichts auf dem Lager ist, kriegst du auch keine Reparatur dafür, ne? Keine Ahnung. So, drei Räder. Ich schwab so Kohle, 80. 240. Jetzt werde ich dann doch zeitnah die Werkstatt erweitern und den Lager vergrößern. Wenn so Angebote sind, das ist dann schon besser, wenn man dann kann zuschlagen mit möglichst vielen Teilen für wenig Geld, wie das halt am besten ist. Ne? So. Spiegel und zweimal. Wow. Die lohnt sich aber, die Reparatur hier. Kunde an Leistung, Kunde an Kasse dreimal. Wow, wow, wow. Kunde an Kraftstoff einmal. Ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Haben wir ein, zwei Kassenkunden. Sechs Stück, sechs Sachen. Zuerst. Na. You're joking, right? Alles weggeworfen wieder. Ja. Ah ja. Passiert schon, wenn man greift und dann ein bisschen nach hinten schiebt. Na. I was worried we'd be stranded. Dann machen wir die auch noch. Ich hoffe nur, der Werkstatt haut jetzt nicht ab. Das sind drei Artikel. Nennenswert, ne? Okay. Entschuldigung, ich bin wieder da. Spiegel auf der anderen Seite. Great. 560, jawohl, das ist doch mal ein Argument, ne? Nehmen wir den mit.
nichts mehr. Okay. Ja, ist halt die große Frage. Soll ich jetzt. Ich glaube, die Räder bleiben jetzt so ganz schön. Dann mache ich jetzt doch Tankstelle vielleicht. Bin jetzt eigentlich gut versorgt. Alkohol müsste ich ein bisschen kaufen, weil hier will ich. Kaufen wir erstmal nichts mehr. Das ist ja einfach zu viel. Ein zweites Lager. Ein zweites Lager egal hier kaufen. Will ich eigentlich auch nicht. So, die Huberei. Nichts zu hupen. Kurz, was haben wir noch an Sprit? 77. Der geht runter. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich. Ach komm, kannst du einfach mal den Müll wiederholen, komm. Ja, Tabak, gut. Good job. Ja komm, da kaufen wir doch schon mal eine Runde Tabak. Das ist doch schon mal kein Problem. Lieferung, Produkte. So, wir haben 14, wir haben 0. Also einmal 11, 15, 0. Kostet zwar jetzt ein bisschen mehr. So, dann nehmen wir doch tatsächlich von jedem einen. Von den günstigen vielleicht ein paar mehr. Und dann kaufen wir die und schmeißen die in die. So, das sind 80. Ich muss ja nicht immer gleich so viel auf einmal kaufen. Wow, super. So, der ist auf dem Weg. Kundanwerkstatt. Danke. Das ist gut. Das ist sehr gut. 606. Räder. Und ein. Reparatur. Hupsa. Ich würde sagen, ich verlagere die. Boah, macht mir Angst. Ja, wo laufe ich hin? Wir werden die Werkstatt in der nächsten Folge hochpushen. Da können wir ein bisschen Geld machen. Und dann machen wir das in der nächsten Folge. Genau. Werden wir Werkstatt hochschrauben und dann das Lager erweitern, wenn das dann geht. Müsste aber eigentlich noch ein Rad. So, bis dahin werden wir noch ein bisschen Geld machen, ne? Also vielleicht mache ich offline noch ein bisschen. Dass es nicht ganz so öde wird. Das ist ja jetzt doch wieder irgendwo immer das gleiche, logischerweise, wie das halt immer so ist bei den Spielen. Hier nimmt man noch einen Spiegel. Pretty much what I ask for. So, aufräumen machen wir später. Ich mache noch schnell die Tanke. Wow, super. Und noch die zwei beiden hier. You're amazing. Das kann es ja wohl nicht sein. Ja, also bitte.
Okay, machen wir das auch noch schnell und wir werden noch schnell unsere Waren wegräumen. Die falsche Taste, ja. Ja, ja. Kein Stress. Zigarettenladung ist da, ne? Schön. So, ich hab ja. So, ja, ist auch dann immer so im Rahmen da. Im Rahmen dessen, wo ich hier rumlaufe. Wo ist das Teil? Hier. Kunde an Werkstatt, genau, den nehmen wir mit. 1, 2 Räder. Ja, machen wir das auch eben. Ja, wie neue, guck mal, ne? Job. 72, weil haben wir jetzt 1300, ja. Naja. Ach, guck mal. Ihr wollt noch ein bisschen was kaufen. Zigaretten ausräumen. Machen wir jetzt direkt den Kunden. Für die nächsten zu bleiben haben. Ne? Awesome. Ach, später mal ein richtiges Lager haben, dann ist das alles ganz was anderes. Geht aber auch nicht wirklich viel rein, obwohl das so ein großes Teil ist. So, kriegen wir hier schon mal eine Portion weg. Oh, gut. Ja, ich kann ja Getränke einkaufen ohne. Ohne die Softdrinks. Super! Right. Haben wir noch? Oh. 55, was heißt das? Ja. Wie viel haben wir? 19 Uhr. Ich glaube, der war ja immer noch 2,25, genau. Sag nur, ja, Kraftstofftank ist niedrig, ich weiß. Ich warte aber bis nach Mitternacht. So, Entschuldigung, dass es hier aussieht, wie es aussieht. Aber so sieht es nun mal aus, wenn man irgendwo arbeitet und keiner einem hilft. Ich finde das so furchtbar. Ja, okay. Jammert. Da ist noch was. Räder soll ich doch vielleicht noch kaufen vor Mitternacht, ne? Wenn der Preis dann noch weiter fällt, ist es auch gut. Dann kauft man dann auch noch mal welche. Wobei ich ja doch wohl die Nachricht mal hochpushen, aber. Entscheidungen, ne?
Und der Treibstoff. 21:18 Uhr. So, dann Lieferung. Teile. Reifen. 6 Stück. Und ein Außenspiegel. So. Reifen. 8 Stück. So komme ich natürlich nie auf meine 2000. Aber ist halt so, ne? Ja. Great job. Ja. Nabend. What the hell? Ja, wenn ich stoppe und das Ding reinfällt, kann ich auch nichts dafür. Eva, hau ab, da hast du das umsonst bekommen. Gibt's ja gar nicht. Wer geht hier auch noch rum? Okay, so, da sieht es wieder ein bisschen dreckig aus. Ja. Gut. Zigaretten hatte ich jetzt, die hatte ich eingeräumt, ja. Guten Tag. So, was brauchen wir? Snacks. Snacks und Allkammerplatz. Gucken wir mal, wie die Verteilung da sein könnte. Snacks und Alkohol. Was ich jetzt auch mal noch gucken wollte, mehr Info. Kann ich hier gucken? Was heißt das hier? 9200 habe ich hier. Nee. Ist merkwürdig. Sieht ein bisschen, das ist irgendwie nicht das, was ich. Ja, ist egal. Reicht noch. Wir haben nur noch 25. Okay. Ich, wie dem auch sei. Ich muss das kaufen. Ne? Das ist auf 2,30 € pro Programm. Ich liebe es. Nützt nix. Ich muss kaufen. Tag. Kaufen und arbeiten. Ach, ich bin mal gespannt, wie die Reifenpreise jetzt gelandet sind, ne? Ich muss erst mal gucken, was das überhaupt kostet, die Reifenpreise jetzt hoch zu pushen. Nur mal so. Kostet uns 450. Okay, werden wir dann auch zeitnah machen, weil den 2000, das haut ja eh nicht hin. Das wird nix. Machen wir es vielleicht doch noch in der Folge hier, ne? So, was haben wir noch? Lackstift. Da haben wir aber auch welche auf Lager. Im Lager, genau. Was haben wir noch? Spiegel. Oh, unter uns heute. Ja, danke. Siehst du,
seltsam aus mit deinem Hütchen. Aber trotzdem schön, dass sie da war. Werden sie nicht bald wieder. Okay. Da. Das hat ja gepasst, ne? So. Komm rein. Können sie rausgucken. So, zwei Stück weg. Na. Was haben wir hier gekauft? Ich hab's vergessen. Autokram? Ich glaube ja, ne? Das wünsche ich mir nur, dass man die Sachen hier besser drehen kann. Dann kann man nämlich hier deutlich mehr reinknallen, aber ist auch egal. So, Sprit haben wir wieder. Also können wir wieder verkaufen. Vergessen den Motor abzustellen und den Gang rauszunehmen. Irgendwie hat der Fußkragen dabei oder was weiß ich. Siemens Lufthaken. Cigarettes muss ich da hinten die reinmachen, aber in denen habe ich keine reingetan eben. 1025, ja. Gut, da werden wir die Werkstatt in der Folge hin ausrüsten. Und gleiches Lager. Ne? Bringe Tankstücke auf wieder nur 3 und dann gucken wir mal, was die Räder überhaupt jetzt kosten. Immer noch 53. Wie dem auch sei, wir werden trotz allem jetzt abrüsten. Oh. Hm? Da. Nee. Ach. 700 Baum. Ich habe falsch geguckt vorhin. Hier, das ist mir noch nicht so ganz verständlich, was das bedeutet. Ja, Waschhalle können wir auch irgendwann aufmachen. Werden wir eine Tür. Tun. Das ist ja ganz was Neues. Zwei Autos hintereinander. Das ist eher selten der Fall. Haben schon lange keinen Kofferraum mehr getestet. Da habe ich jetzt auch keine Zeit für. Ach, der fährt jetzt. Okay. Es geht natürlich jetzt nicht so ratzfatz hier, das ist klar, aber wow, super. Wir haben doch Zeit. Das muss ich mir selbst sagen, ich schätze mich immer selbst hier rum. Jetzt fahr du mal nach Hause hier. Was soll denn das? Aber da ist die Straße, da ist die Straße. Guck das mal an. Da ist die Straße, da musst du hin. Da bist du völlig doof. Jetzt handelt schon, will ich jetzt tanken. Nee. Ja, so, jetzt hat es verstanden. Super! Stehe ich nicht. Aber ich nicht, ja. Sie hat es verstanden, aber ich habe es nicht verstanden. Ein paar interessante Kunden und den Kundeninnen. Wie heißt das heute? So. Gut. Moment, ich komme gleich wieder. Ich muss das hier kurz erledigen.
natürlich schon mal gleich ein bisschen was hier. Aber ich hatte ja am Anfang einen riesen Wurf gemacht, das hat ja, der ist nicht zu schlagen, ne? Also ist schon zu schlagen, aber nur schwierig. Von ganz da oben bis ganz da hinten in den Container. Also ich mal langsam aber sicher die Hütte sauber, ne? So, was man die Uhr? Ja, okay. Ja, ich hatte ja gesagt, ich mache es ungefähr eine Stunde für diese Folgen hier, dann ist das besser. Für mich zumindest. Das ist bestimmt. Nee, ist keiner. Oh, das finde ich doof. Wenn ich auch bremse, dass das da reinfällt. What is wrong with you? Phone, yeah, die Klappe. Guten Tag, sind Sie auch so unhöflich? Worried I'll go over budget. So, dann machen wir fürs nächste Mal die Mülltonnen noch hier. Und dann gehen wir in die wohlverdiente Pause. Falsche Richtung. Liegt auch noch was. Machen wir auch noch weg. Die haben alles hier ein bisschen rumfliegen lassen. Was ist mit dir? Was hast du hier verloren? Okay. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Gern ein Abo oder ein Däumchen oder einen Kommentar da lassen. Bis dann. Ciao, ciao.